Bäh. Ich hätte vielleicht den Kaffee noch umrühren sollen. Buh. Naja, okay. Umgerührt schmeckt das sicherlich leckerer. Ja, ich bin noch etwas verpeilt, etwas verschlafen, habe heute etwas länger geschlafen. Egal. Was wir heute machen? Ganz genau, kleines Bauupdate. Wir werden heute den Sundo Tiefengrund oder Tiefgrund. Ja, sonst jammert der Philipp wieder. Also Tiefgrund verwenden, um den Putz ein bisschen zu stabilisieren. Ja, der Wettergott meint's gut. Heute etwas wärmer, trocken. Die Wand ist ziemlich ausgetrocknet. Also können wir den Tiefgrund verwenden. Ich sprühe auf, habe mir extra noch eine Drucksprühflasche organisiert, eine frische. Ja, die wird hinterher mit Wasser ausgespült. Tja, Leute, dann werde ich jetzt mal meinen Kaffee trinken. Ja, umgerührt schmeckt er wesentlich süßer. Und dann schnappe ich mir die Leiter und gehe hinten hin. Stell die Kämme aufs Stativ und dann sprühen wir die Wand mit dem Tiefgrund ein. Oder wie es ein Philipp gern zu sagen pflege, Tiefengrund. Ja, ich ärgere ihn halt mal zu gerne. Gut. Und dann schauen wir, was passiert. Also ich denke, der wird irgendwann austrocknen, aushärten. Aber egal. Vorher zeige ich euch noch was anderes, was wir gemacht haben gestern. Ja, das Übliche halt. Ansonsten kommt ja jetzt in dem Bauvideo nicht so viel rüber. Na, ich bin, wie gesagt, ich habe ein bisschen lang geschlafen heute. Wir sehen uns dann hinten, bevor ich noch mehr Schmarrn laber. So, Freunde, die Leiter habe ich schon gestellt. Die kleine Trittleiter reicht. Da komme ich gerade so bis oben hin mit der Sprühpulle und dann können wir die Wand reinsprühen. Aber an dieser Stelle möchte ich einen Geburtstagsgruß loswerden. Saskia, meine liebe Tochter, ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe und Gute zu deinem 18. Geburtstag. Tja, und ich hoffe, du kommst jetzt dann endlich mal wieder vorbei und haust mit mir zusammen ein ordentliches, geiles, fettes Grillvideo raus, weil ab heute kann uns deine Mutter am Arsch lecken. Die kann dir nicht mehr verbieten, bei mir ins Video zu kommen. Also, ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, gut, jetzt geht's weiter. Und was wir nämlich gestern noch gemacht haben, endlich noch den letzten DGM-Schaden behoben. Meine Frontscheibe, die einen Riss hatte. Wir haben eine neue Frontscheibe eingeklebt. David und ein Kumpel haben ja die Hauptarbeit geleistet. Sei ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock mehr gehabt. Und heute noch den Aufkleber oben drauf hauen. Da habe ich Gott sei Dank noch einen. Auto wieder fertig machen und dann habe ich das Thema auch erledigt. Ja. Halt, Licht brauche ich ja noch. Ich muss mir nämlich jetzt einen Trichter suchen. Dann fülle ich den Tiefgrund in die Sprühflasche und dann sehen wir uns da drüben an der Wand wieder. Ja, dann hole ich mal schnell noch Stativ. Klare Brühe, das Zeug sieht aus wie Schlumpfmilch, ja, blau. Und ja, muss halt jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe nichts extra abgeklebt, dass ich nicht zu sehr an die Dachrinne hinbringe. Aber das werden wir schon hinkriegen. Und jetzt fange ich erstmal sprühen an. Ja,
muss ich natürlich hier erst einmal diesen Strahl hier einstellen, so halbwegs. Naja, so wird es schon gehen. So sprühen wir jetzt die ganze Wand ein. Ich fange oben an und arbeite mich ja immer stückchenweise, wie die Leiter steht, nach unten. Und dann werden wir das Ding hier schon fertig kriegen, dass der Philipp demnächst weißeln kann. Was macht dieser Tiefgrund genau? Der zieht in das Mauerwerk ein, in den Putz und verfestigt den nochmal ordentlich. Ja, wie wir es in dem anderen Video schon gesagt haben, Sundo ist da ein Hersteller, der ist im, ich glaube, im Frankfurter Raum vertreten, aber das wird dann alles nochmal der Philipp erzählen. Ja, ich werde jetzt erst einmal komplett oben rum sprühen und dann hier die Rückwand auch noch und hoffe, dass mir das Material ausreicht, weil ich hau da wieder ziemlich viel drauf. Okay, Leute, wir sehen uns ja nachher nochmal. Scheiße, 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 scheiße. Also, der Tiefgrund hat nicht ausgereicht, die 5 Liter. Laut Anweisung und laut Philipp hätte es locker ausreichen sollen. Ja, und wenn man es wahrscheinlich nicht so gesprüht hätte wie ich, dann hätte es auch ausgereicht. Ich habe die Wand komplett fertig. Und naja, von der Wand hier mit den Ziegeln bloß hier runter. Und hier so ein Streifen komplett bis vorne durch. Ich gucke jetzt, dass ich noch einen anderen Tiefengrund kriege. Eventuell habe ich sogar noch was da. Und ja, damit mache ich halt jetzt den Rest. Hilft nichts. Leider. Schade. Kotzt mich an. Aber kann man nicht ändern. Ich gucke jetzt. So Leute, es kann weitergehen. Mein Polo steht draußen, den habe ich in der Zwischenzeit auch gemacht. Der David hat mir einen tiefen Grund mitgebracht. Der mäht gerade hinten mit dem Kart Rasen. Weil ich glaube, ich bin zu schwer dafür, für das Ding. Das sieht dann ungefähr so aus. Moment. Scheiße! Ups, ich glaube, der ist ein bisschen schmuddelig geworden, sehr ärgerlich. Ja, warum sagte ich jetzt tiefen Grund? Also, hier steht definitiv Tiefgrund drauf. Und auf diesen Billigkackmist, den mir der David jetzt mitgebracht hat, steht tiefen Grund drauf. Naja, Philipp, ich würde sagen, wir haben beide recht gehabt. Belassen wir es dabei. Ich muss halt jetzt mit dem Rotz noch den Rest da fertig machen. Ja, hilft nichts. Sieht man mich? Ja, ja, so halbwegs. Also von dem Billig-Scheißdreck hier haue ich jetzt so dermaßen viel drauf, dass alles zu spät ist. Also mal so richtig, richtig draufhauen. Scheißegal, ob ich den 5 Liter Bottich für das Stück Wand hier verbrate oder nicht. Hauptsache der Mist hält. Jo. Ganz genau. Hat man vorher schon gemerkt, das Sundo-Zeug ist auch wesentlich dicker als das hier. Das ist ja wirklich bloß Wasserbrühe. Ja, aber es hat leider nicht gereicht.
Leute, Schatz ist gekommen. Dann werde ich das Video für heute beenden. Es ging ja eh bloß jetzt um die Wand, dass wir den Tiefengrund drauf kriegen. Und ja, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.